Hey, heute soll es um Clubs gehen. Wie bekommst du einen erfolgreichen Club mit vielen Mitgliedern? Und da ich mich da absolut nicht auskenne, habe ich zwei erfolgreiche Clubs auf meinen Server gefragt. Wir wollen herausfinden, was ihr Geheimnis ist. Einmal Caroline, auch Caro genannt, von den Silent Fathers, die seit April 2018 gibt und mit 30 Mitgliedern recht erfolgreich sind. Sie beschreiben sich selber so. Also, wir sind die Silent Feathers, ein Dressur- und Freizeitclub, der dreimal in der Woche Clubtreffen hat. Hauptsächlich sind wir aber auf die Dressur fokussiert und reiten gemeinsam Quadrillen, die wir ab und zu bei Serverturnieren vorführen. Ansonsten veranstalten wir natürlich auch andere Events wie Motto-Ritte oder Schnipseljagden und reden zusammen über Discord. Dann die East Ghost, die es erst seit 2019 gibt und trotzdem schon 48 Mitglieder haben. Sie beschreiben sich selber als nett, hilfsbereit, crazy, chaotisch, liebevoll, aktiv und groß. Und beide haben zu einem Interview eingewilligt. Ich wollte herausfinden, was ist ihr Geheimnis? Warum haben sie mehr Clubmitglieder als andere? Und wie führst du einen erfolgreichen Club? Dazu habe ich eine Liste an Fragen erstellt. Und es gab deswegen keine Beschwerden. Hey Caro, wie ist es für dich, so einen großen Club zu haben? Ist es schwierig oder manchmal nervig? Manchmal ist es ein wenig anstrengend, weil ein Club mit so vielen Mitgliedern natürlich schwieriger zu leiten ist. Niemand soll ja in den Hintergrund geraten oder aus Versehen ausgeschlossen werden, weswegen man als Clubbesitzer für jeden ein Ohr haben muss. Das ist zwar nicht immer ganz einfach umzusetzen, aber es macht dann doch sehr viel Spaß, mit einer großen Truppe was zu unternehmen. Um das mal in zwei Wörtern zusammenzufassen, es ist zwar turbulent, aber auch sehr schön. Hast du Clubleiter, die etwas für dich erledigen? Ich habe momentan zwei Clubleiter an meiner Seite, welche mir oft gute Ratschläge geben können, wenn ich selber mal nicht weiter weiß. Ansonsten gibt es bei uns auch den Posten des Reitlehrers, welcher ab und zu unseren Dressurunterricht leitet. Für Alessia ist es wie eine zweite Familie. Es ist nervig, aber es ist immer jemand da, der einen tröstet. Also lohnt es sich, einen Club zu haben, auch wenn es anstrengend wird. Die Konkurrenz ist ziemlich groß. Was unterscheidet dein Club von anderen? Wir sind ein anderer Club als die anderen. Vier Clubs gehen genau in der Phase auf, wo es nicht gut läuft und weil sie keine Hoffnung mehr sehen. Bei uns war es anders. Ich habe auch noch nie mit den Gedanken gespielt, aufzuhören. Und in schweren Zeiten muss man dranbleiben. Wir schauen eher darauf, dass sich andere wohlfühlen und Spaß haben und nicht, ob wir voll sind oder nicht. Das bedeutet, dass wenn wir zum Beispiel Werbung machen, nicht schreiben, wollen groß werden, sondern wir schreiben uns etwas gar nicht. Ein richtiges Geheimnis gibt es eigentlich nicht. Man muss einfach dranbleiben und nie aufgeben. Ich glaube, das Wichtigste an einem Club ist, dass er einzigartig ist. Allein schon ein besonderes Club-Outfit oder Pferd kann dich von der ganzen Masse abheben. Was allerdings auch nicht zu unterschätzen ist, ist das Club-Klima. Logischerweise fühlt man sich ja in einem Club mit vielen Streitereien unwohler als in einem, in dem sich alle verstehen. Und wie bekommst du neue Mitglieder? Momentan nehmen wir als Club nur Bewerbungen über unsere Website an, in denen uns die Spieler schon mal vorab ein paar Infos über sich selbst geben. Das hat den Vorteil, dass man gleich einen besseren Eindruck von ihnen bekommen kann. Nicht jeder Spieler passt ja bekanntlich zu jedem Club. Und wie bekommst du bei der ganzen Konkurrenz neue Mitglieder? Spezielle Events, Woche und allgemeine Sachen, die andere Clubs nicht anbieten, aus der der Club etwas heraussticht und dass der Club etwas anders ist als andere Clubs. Okay, klingt ziemlich vage. Sowas macht sehr viel Arbeit. Machst du alles alleine? Ja, eigentlich schon. Da ich und die Clubleitung immer wollen, dass es jedem Spieler Spaß macht. Also wer sich entscheiden möchte, einen Club zu gründen, sollte sich auf Arbeit einstellen. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Sollte ein guter Club Regeln haben oder ist es besser, Freiheiten zu lassen? Ich glaube, da kommt es ganz auf die Art des Clubs an. Wenn man zum Beispiel ein reiner Freizeitclub ist, der nur aus ein paar befreundeten Spielern besteht, dann braucht man sich ja keine Regeln. Aber falls man sich, wie in unserem Fall, ein paar Ziele gesetzt hat, die man gemeinsam erreichen will, dann ist es schon relativ sinnvoll, ein paar Regeln aufzustellen. In meiner Sicht schon, weil ohne Regeln gibt es oft Streit und ein Chaos. Okay, es gibt Regeln. Wie geht ihr denn mit euren Mitgliedern um? Seid ihr streng oder eher freundlich? Lasst ihr die Züge locker? Kommt darauf an, was. Wenn sie Fehler machen, natürlich nicht. Aber wenn sie undankbar sind, sich nicht benehmen, dann ja. Also so streng wie ein Lehrer bin ich sicher nicht. Immerhin spielen wir hier alle ein Pferdespiel. Wenn sich jemand gerade unpassend benimmt, sage ich ihm das natürlich. Aber letztendlich ist nur wichtig, dass wir alle miteinander auf Augenhöhe reden können. Man ist als Clubbesitzer eben kein höheres Wesen oder sowas. Mal ehrlich, schmeißt doch Leute raus?
Ja, aber nur wenn sie sich schlecht benehmen, andere beleidigen oder wenn sie unaktiv sind. Dann bekommen sie aber noch eine Verwarnung. Als Clubleiter sollte man wirklich durchgreifen können. Und es klingt wirklich nach viel Verantwortung. Ja, das ist es eigentlich auch. Aber für die schönen Erlebnisse mache ich das gerne. Wie entscheidet ihr als Clubbesitzer, ob derjenige ein Gutsmitglied wäre oder eher nicht? Wir nehmen nur Bewerbungen an und wenn in der Bewerbung steht, ich heiße Name und will den Club, ist es für mich kein Gutsmitglied, dass sich keine Mühe gibt bei der Bewerbung. Aber auch, wenn da irgendwie steht, dass es zickig, aggressiv und so weiter ist. Aber das ist ja selbsterklärend. Wenn dagegen sehr viel geschrieben wurde über sein Leben, Charakter und so weiter, dann ist für mich schon mal ein gutes Mitglied. Oder wenn auch so Sachen kommen und finde euch wirklich eine tolle Familie, würde ich mich sehr freuen, beizutreten zu dürfen. Sieht man, dass der Person wirklich wichtig ist und es glücklich wäre, wenn es aufgenommen wird. Okay, sie verlangt sogar eine ganze Bewerbung. Schwierig für jüngere Mitglieder, würde ich sagen. Und bei dir, Caro, wie steht's bei dir? Ein gutes Mitglied ist für mich jemand, mit dem man genauso gut rumalbern wie ernst sein kann. Und genauso wichtig ist natürlich auch, dass derjenige Spaß bei den Clubtreffen hat. Man sieht ja bei so vielen Clubs, dass sie Clubpferde haben und Outfits. Findet ihr, dass es ein Muss ist, dass ein festes Clubpferd gibt und Outfit? Oder ist es eher überbewertet? Nein, aber sieht schöner aus, meiner Meinung nach. Ein festes Club-Outfit oder Pferd muss nicht unbedingt sein, auch wenn es einen dadurch in gewisser Weise einzigartiger macht. Sowas vermittelt eben eine Art Einheitsgefühl, mit dem man sich vielleicht etwas zusammengehöriger fühlt. Manche wollen ja lieber selbst in einen Club beitreten. Wie sehe ich denn, ob dieser Club ein guter ist oder einfach nur Mitglieder sammeln möchte? Das kann ich nicht so gut sagen. Also für mich ist es ein guter Club, wenn er nicht sagt, wollen mega groß werden, brauchen viele Mitglieder, dass er bei denen nur um die Mitglieder geht. Und es kann gut sein, dass man dann nur eine einfache Zahl dasteht. Ein guter Club ist für mich erkennbar an dem, dass er sich nicht nur an den Mitgliedern geiern und etwas anderes sind, im positiven Sinne. Viele Club meint es auch ernst. Wenn man sich da bewerben muss, dann kann man sicher sein, dass es kein Reinfall ist, weil die sich dann auch Mühe geben, das Ganze durchzulesen. Man erkennt auch daran, in meiner Sicht, dass ein Club gut ist, wenn man nicht nur eine gute Seite zeigt. Das heißt, wenn man zum Beispiel auch Fails hochladet. Oder dass sie sich auch so zeigen können, dass sie auch Fehler machen. Caro, was würdest du unseren neuen Clubbesitzern eigentlich raten? Ein Tipp, welcher für alle Clubs eigentlich gelten sollte, niemals aufgeben. Es gibt keinen einzigen Club, bei dem es von Anfang an perfekt lief. Nach jedem Tief gibt es auch wieder einen Bergauf. Man muss wirklich immer nur am Ball bleiben. Und willst du noch jemand grüßen? Also ich grüße zum einen auf jeden Fall alle Mitglieder in den Silent Ferris. Ich wollte euch nur mal danken, dass ihr schon so lange an meiner Seite seid und wir zusammen durch dick und dünn gehen können. Außerdem grüße ich natürlich Anne Ortenschild, die dem Club in unseren Anfängen geholfen hat und das Interview eigentlich auch erst möglich gemacht hat. Vielen, vielen Dank für die ehrlichen Antworten und dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt. Für mich habe ich erkannt, dass Clubtreffen eine sehr große Sache sind. Ich habe so ein Clubtreffen mitgemacht. Und obwohl es da selber ziemlich eingeschränkt ist und sowas, haben sie selbstgemachte Spiele mir gezeigt. Und ich glaube, das macht auch den Zusammenhalt aus. Sich einzubringen, etwas zusammen zu erleben. Und wenn man gute Ideen hat und Spaß daran hat, mit anderen zu chatten, hat man eine gute Chance, ein erfolgreicher und großer Club zu werden. Ich will mich nochmal bei Caro bedanken. Mit ihr habe ich persönlich geredet und sie ist wirklich sympathisch. Vielen, vielen Dank, dass du die Mühe gemacht hast, deine Antworten aufzunehmen und sie zu schneiden. Auch ein Gruß an die East Ghost. Ein wirklich witziger Haufen. Sie haben mich ohne Vorbehalte an ihren Clubtreffen teilhaben lassen. Es war wirklich ein lustiger Abend. Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich habe dir die verschiedenen Ansichten der großen Clubbesitzer zeigen können, auf was sie achten und was ihre Einstellungen sind. Und dass das Ganze dich selber inspiriert. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit deinem Club und bis zur nächsten Woche.